Heute zum Interview unseren Team-Captain mit der Nummer 56, Defense-Line-Spieler Stefan Groß. Stefan, wie war die Vorbereitung für dich und fürs Team? Ja, die Vorbereitung war extrem hart. Wir haben zwei Teamcamps gehabt, einmal in Schwäbisch Hall und einmal hier mit den Augsburg Raptors. Und haben uns in der Vorbereitung in der Halle und auch auf dem Feld extrem gesteigert, meiner Meinung nach. Wir konnten uns dreimal auf die Woche aufbauen, als wir draußen waren. Und in der Halle haben alle gut mitgezogen. Wir hatten immer einen Kader von um die 40 Leute im Training und das war sehr gut. Wie ist die Stimmung im Team? Die Stimmung ist meiner Meinung nach hervorragend, weil wir haben jetzt durch den Sieg in Mannheim haben wir einen riesen enormen Aufschwung gehabt. Alle Leute sind extrem euphorisch aufs erste Spiel. Wir haben natürlich jetzt eine Revanche offen gegen Nürnberg und da werden wir alles dafür geben, die auch wirklich rauszuholen und Nürnberg in Grund und Boden zu stampfen. Ja. Du sprichst den Sieg in Mannheim an, gegen Erstligateam. Aber der Coach hat auch schon gesagt, es wird im Team auch relativ nüchtern gesehen, dass ja auch dort nicht alle Spieler dabei waren, die zum Beispiel die Nationalspieler. Aber es war sicher auch eine gute Motivation für die Spieler. Ja, also rein von der Motivation her war es sehr gut. Klar, wir dürfen das nicht zu hoch ansiedeln, weil es haben die Nationalspieler gefehlt, es haben einige Starting-Spieler gefehlt. Unser ehemaliger Mitspieler, der Mirko, hat auch gefehlt, ist auch ein sehr guter Spieler. Und ich denke, ein Erstligateam muss so einen Verlust wegstecken von ein paar Starting-Spielern, die da sind. Von dem her war es ein schweres Spiel, aber ich denke, wenn sie voll besetzt gewesen wären, wäre es anders ausgegangen. Ja. Und jetzt drei Tage vor dem ersten Spiel, wie ist da die Lage? Es ist zitterig, also sehr aufgeregt. Ich bin gespannt, was wir zeigen können gegen Nürnberg hier vor heimischem Publikum. Wir haben gute Werbung gemacht, viel Werbung gemacht. Es wird ja ein riesen Rahmenprogramm geben mit den Skydivern und mit den US-Cars und ich bin sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten, noch am Sonntag auf dem Platz zu stehen und gegen Nürnberg zu spielen. Letztes Jahr gab es ja zwei Niederlagen gegen Nürnberg, eins der wenigen Teams, gegen das man zweimal verloren hat und sogar eine deutliche Niederlage in Nürnberg. Hier war es knapper beim ersten Saisonspiel. Erwartest du wieder ein ähnliches knappes Spiel wie letztes Jahr hier in Ravensburg oder denkst du, es wird eine klarere Sache für eins der Teams? Ich denke, letztes Jahr war die Euphorie, einfach zum ersten Mal in der zweiten Liga zu spielen, sehr groß und daher kam dann auch dieser knappe Sieg zustande. Dann konnten wir unsere Siegesserie fortsetzen und in Nürnberg waren wir uns einfach zu sicher und haben gedacht, das stecken wir locker weg. Dem war dann leider nicht so, aber für dieses Spiel prophezei ich in 28-21 für uns. Ich denke auch, das Team freut sich darüber, dass der Mario und Andrekis wieder da sind. Die zwei freuen sich auf jeden Fall wieder bei den Razorbacks zu spielen. Gerade Andrekis hat ja letztes Jahr 18 Touchdowns gemacht. Er hat auch heute versprochen, noch ein paar mehr dieses Jahr zu machen. Ich denke, da freut ihr euch auch drüber. Auf jeden Fall. Das sind zwei super Jungs. Ich bin richtig froh drüber, dass beide wieder kommen. Ich konnte in meiner Position als Pressesprecher mit beiden schon Interviews führen für die Berichte. Und sie sind beide heiß drauf, nochmal für uns zu spielen, freuen sich hier zu sein und mit ihnen kann man sehr gut zusammenarbeiten. In der Offense hat sich ja einiges getan. Das Spielsystem hat sich ein bisschen geändert, haben wir gehört. Und auf der Quarterback-Position, einer ganz wichtigen Position, ist der Courtney nicht mehr da, sondern Joris hat das übernommen. Ja. Der hat auch schon vor 2 Jahren als Quarterback gespielt bei der Regionalligameisterschaft. Erwartest du eine ähnlich gute Leistung vom Joris in dieser Saison oder vielleicht noch ein bisschen mehr? Ja, er hat sich ja leider unglücklicherweise letztes Jahr vor der GFL-2-Saison verletzt und ich erwarte von ihm die gleiche Leistung wie auch in der Regionalliga-Saison. Er ist ein starker Quarterback. Wir haben den Luxus, dass wir mit einem deutschen Quarterback die GFL-2 spielen können. Das haben nicht viele Teams. Und ich erwarte vom Joris einfach, dass er die Leistung, die er im Training zeigt, genauso auf dem Feld umsetzt. Und dann denke ich, wird er die Saison mit unserer Offense gut reißen. Okay, dann wünsche ich euch und vor allem der Defense wieder tolle Leistung, so wie letztes Jahr. Und dass wir wieder einige Siege feiern können hier im TSB. Dankeschön. Danke.